Ja, hallo, liebe Leute. Zur vierten Folge Victoria 3 mit Persien. So, wir haben ja heute vermutlich endlich unsere lang ersehnte und erwartete Eisenbahn. Wir müssen uns noch drum kümmern, die atmosphärische Dampfmaschine abzuschließen. Da haben wir ja letztes Mal schon angefangen und haben es irgendwie nicht hingekriegt. Da müssen wir heute unbedingt weitermachen, weil wir natürlich die 50% Technikfortschritt für den Wasserrohrkessel haben wollen. Wir haben Magran annektiert und dabei zeitgleich Afghanistan zum Tributgeber gemacht. Das ist auch ganz gut. Heute würde ich gerne Kokand noch mitnehmen. Da müssen wir mal gucken, dass sich erstmal unsere Armee, glaube ich, wieder ein bisschen auffüllt. Na, es geht. Hier fehlen auf jeden Fall noch 5000 Mann. Und bei der anderen, da fehlen sogar noch 8000 Mann. Also darauf sollten wir warten. Und bei Kokand ist ja die große Frage, was macht der Chinese? Minus 33 ist ein Bereich, je nachdem, was Kokand anbietet, mach mich zum Protektorat, wenn du mir hilfst, kann das schon sein, dass das reicht, dass die Chinesen da reingehen. Das wäre ein bisschen ungünstig. Ansonsten bauen wir hier in Khorasan gerade unsere dicke Eisen-, Kohle-, Motoren-, Stahlwerke-, Werkzeugfabrik-Industrie auf. Ich glaube, das müsste auch ganz gut laufen. Also wir haben zumindest den Eisenpreis gut im Griff. Ich glaube, wir haben auch alle... Nee. Wir könnten tatsächlich die letzten drei Bausektoren auch mal noch umschalten. Machen wir direkt. Damit ist Eisen wieder teuer. Dann können hier auch wieder Leute angestellt werden. Ich glaube, das ist eine ganz sinnvolle Sache. Ansonsten haben wir ja am Ende des letzten Streams noch die napoleonische Kriegsführung freigeschaltet. Das heißt, wir haben jetzt Artillerie. Hatten wir davor auch schon, aber jetzt haben wir die mobile. Die ist eigentlich ganz gut. Die sollten wir uns auch noch irgendwie reinholen. Armeereservisten verbreiten sich und dann sollten wir wahrscheinlich relativ zügig gucken, dass wir zu Blenkland kommen. Einfach um mal so einen gewissen Standard zu haben am Militär. Dass wir nicht immer Angst haben müssen. Wobei wir wahrscheinlich immer Angst haben werden müssen, weil unsere Armee halt auch einfach nicht wirklich groß ist. So, das Osmanische Reich hat aufgehört, die Beziehungen zu verbessern, weil... aus Gründen wahrscheinlich. Ja, es sieht doch ganz gut aus. Plus 39 ist ausreichend. Wir verschlechtern die Beziehungen mit Belutschistan. Ach stimmt, das waren die, die wir befreit haben vom Oman. Das war der Vertragshafen, den sollten wir natürlich dann auch zeitnah noch einnehmen. Aber auch hier haben wir Afghanistan, Persien, Belutschistan noch 20 Monate. Das ist ein bisschen, da müssen wir noch ein bisschen warten. Magran haben wir ihn kooperiert, ne, da sind wir dabei. Und das ist aber ganz okay. So, Geld ist jetzt natürlich richtig schmerzhaft. Also die Bauwaren sind jetzt richtig teuer, nachdem wir alles umgestellt haben. Aber gut, wir haben ja ordentlich Goldreserven, die können wir mal in den Bau ballern. Kanonen sind jetzt teuer auf dem Markt. Oh, jetzt haben wir die Protestbewegung für Sklavereiverbot. Darauf habe ich ja gewartet. Allerdings, warum kann ich das nicht? Achso, wir machen gerade noch. Wir müssen erst die Gehöftbauern durchkriegen. Aber wir können trotzdem gucken, weil ich habe halt das Gefühl, dass Sklavereiverbot, dass die Grundbesitzer radikalisieren wird. Das wird halt richtig übel. Da hilft uns auch der Marktliberale nicht. Das wird hart. Da müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal gucken, ob wir das machen. Also wichtig ist jetzt, dass wir die Gehöftbauern kriegen. Um den Grundbesitzern noch ihren letzten Boost wegzunehmen. Weil ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht... Ja, die bekommen immer noch plus 75% politische Stärke. Ne? 25% durch die Pachtbauern, die nehmen wir ihnen weg. Gerade. Durch die Umstellung auf Gehöft bauen und dann kriegen sie halt immer noch 50% durch Sklavenhandel und die sollten wir ihnen halt auch noch wegnehmen irgendwie. Vor allem, weil das unserem Land und unserem Lebensstandard natürlich sehr helfen würde, wenn wir die Sklaverei abschaffen. So, jetzt wird es gleich richtig teuer, weil es kommen jetzt dann auch die Regierungsverwaltungen und die Universitäten. Das müssen wir alles selber bezahlen. Danach werden unsere Goldreserven vermutlich leer sein. Hä? Weil wir sind jetzt bei minus 10k und diese plus 11, die ihr hier seht,
Investitionsfonds, die müssen wir auch gleich noch selber zahlen. Dann sind wir so bei minus 22.000. Und das für die ganze Zeit, während wir all das bauen, was jetzt noch in der Bauschlange ist, das könnte noch ein bisschen schmerzhaft werden. Ne, guck mal, wir bauen das meiste nach Usbekistan. Da habe ich auch noch den Straßenerhalt drin. Oh, Kokand verbessert die Beziehungen. Das will ich nicht. Ich beschädige, damit es schön bei minus 35 bleibt. Ich glaube, das ist sinnvoll. Die Armee ist jetzt... Ja, es dauert sehr lang, bis die Leute hier angestellt werden. Na, die ist jetzt immerhin schon wieder bei 27. Da geht es ein bisschen schneller. Uns fehlt halt auch noch hier irgendwie die Grundausbildung. Dafür bräuchten wir, also mit Blenkler kriegen wir auch die Grundausbildung. Schon wieder eine erfolgreiche Debatte. Wir stehen jetzt bei 74%. Es wäre jetzt allmählich mal an der Zeit, dass wir den Erfolg treffen. Einfach damit die Sklaverei-Protestbewegung nicht wieder verschwindet. Die würde ich schon gerne nutzen. So, und unser industrieller Anführer ist gerade gestorben. Was haben wir gekriegt? Als neuen? Einen protektionistischen. Ja, gut. Das heißt, ja. Den Freihandel findet er nicht so geil. Aber gut. Wir könnten uns überlegen, ob wir zurückgehen auf Protektionismus. Den Freihandel haben wir gemacht, damit die Getreidegesetze weg sind. Wir könnten uns überlegen, ob wir wieder zurückgehen auf Protektionismus. Aber ich sehe aktuell keinen Grund, weil wir ja langfristig unser ganzes Opium und unsere ganze Färbemittel exportieren wollen. Wir können sowieso mal gucken, wovon wir aktuell viel zu viel haben. Zucker zum Beispiel. Was aber hauptsächlich daran liegt, dass wir noch keine Lebensmittelfabriken haben, ne? Noch nicht eine einzige. Da könnte man natürlich den Zucker super verwenden, aber derweil können wir ihn ja exportieren, würde ich sagen. Österreich nimmt ihn ganz gerne. Das machen wir mal. Und ansonsten, Färbemittel geht so. Schnaps haben wir viel zu viel, weil das bei uns keiner trinkt. Guck mal, das können wir alles nach Frankreich exportieren, den ganzen Schnaps. Das ist gut, kommt das Zeug mal ein bisschen weg. Das Schöne am Freihandel ist, das kostet auch fast keine Bürokratie. Oder gar keine. Ich weiß es jetzt gar nicht. Freihandel. Nee, minus aber 50% weniger Bürokratie. Also nur 7 oder so. Was sind, normal kostet eine Handelsroute 15. Was sind da 50% weniger? 7,5. Was zieht er dann ab? 8. Lass mich mal gucken. Nee, es ist überhaupt kein Minus hier durch Handelsrouten. Das ist interessant. Naja, okay. Kann man mit leben. Nehme ich. So. Okay, es wird hier jetzt allmählich... Jawohl, die Eisenmine ist voll besetzt und damit ist jetzt auch die Kohlemine voll besetzt. Wir müssen doch die atmosphärische Dampfmaschine jetzt abgeschlossen haben. Wieso wird denn das nicht fertig? 71,4% meiner Minen erfüllen das. Und was ist mit dem Rest? Meine Minen sind doch alle... Ich hätte das schon gerne fertig. Also die Kohlemine erfüllt es. Die Kohlemine... Ja, ich weiß nicht, ob die Rücklagen schon bei 75% sind. Was sind denn 25% von 50.000? 12.500, ne? 12.500, 25.000, 37.500. Okay, wir brauchen noch ein paar mehr Rücklagen. Deswegen ist das noch nicht erfüllt. Wir brauchen 37.500 Rücklagen, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, die Beschäftigtenbelegung ist größer als 75. Die Rücklagen müssen nur größer als 25 sein. Dann haben die Kohleminen alles erfüllt. Die Eisenmine, weiß ich nicht, sind das 75% Belegschaft? Ich subventioniere es mal. Gesetz erreicht Annahme, sehr schön. Hier ist es erfüllt. Hier ist es definitiv erfüllt. Hier subventioniere ich auch mal, damit... falls es daran liegt. Ich will das unbedingt abschließen. So, und in der Schwefelmine. Ja, die hat wahrscheinlich auch so ein bisschen das Problem. Die subventioniere ich jetzt auch mal. Das mache ich nur so lange, dass das Ding mal voll ist. Um einfach die atmosphärische Dampfmaschine abzuschließen. Ich muss ja eigentlich nicht alle Minen umgestellt kriegen. Also diese 3 Stück. Wahrscheinlich reichen die Eisenminen. Denke schon. So, hier haben wir das hingekriegt. Da kommt das letzte Motorenwerk. Was heißt das letzte? Das erste. Aber das letzte Gebäude, was wir hier bauen.
In 4 Wochen, infrastrukturtechnisch, hat es reingepasst. Gerade so. Und dann müssen wir doch jetzt mal gucken, dass wir die Minen vollkriegen. Das kann doch, muss doch jetzt eigentlich mal... Ja, jetzt ist die atmosphärische Dampfmaschine abgeschlossen. Hervorragend. Und wir nehmen die drei... Oh, es gibt nur 3500. Ich dachte, es gibt 4500. Naja, wir nehmen aber selbstverständlich die 3500 mit. Und werden jetzt natürlich die Subvention wieder aufheben. In den Minen werden die Leute schon arbeiten irgendwann, wenn es benötigt wird. Erstmal die Subventionen wieder raus. Jetzt dürften wir keine mehr haben. Doch, wir haben noch. Wo? Das sind, werden noch Schiffswerften und Färbemittelplantagen subventioniert. Wann habe ich das denn gemacht? Weg. Das Geld können wir uns ja komplett sparen. Die werden schon irgendwann produktiv sein. Nein, nicht erweitern. Ich wollte die Subventionen stoppen. Aus. So, jetzt müssen alle Subventionen weg sein. Korrekt. So, jetzt machen wir auch diese minus 20.000, die angekündigten. Weil jetzt bauen wir nur noch Regierungsverwaltungen. Meine Goldreserven sind immer noch am Limit. Wie kann das denn sein? Ich mache doch schon die ganze Zeit Minus. Naja, minus 20.000 bei 2 Millionen, das ist schon... Da ist schon noch ein bisschen Luft. So, 31 von 33. Jetzt lass mich hier mal noch... Was sagt denn der Eisenpreis hier jetzt? Ortstechnisch ganz gut. Komm, also Geld haben wir genug. Ich schiebe hier nochmal einen Bausektor rein. Der passt gerade noch rein. Und dann können wir dort auch gleich die erste Eisenbahn bauen. Beziehungsweise eine müsste auch nach hier hinten, nach Mazandaran, damit wir den Straßenerhalt erlasst loswerden. So, hier ist die Eisenbahn. Herausragend. Auf die haben wir gewartet. Dringend. So, das heißt, wenn die Universitäten und das Zeug gebaut sind, kommt erstmal hier hinten eine Eisenbahn rein. Dann kommt nach Khorasan eine Eisenbahn. Und nach Kerman. Oder Kerman, Entschuldigung. Obwohl, eigentlich ist es hier noch gar nicht nötig. Da könnten wir eigentlich... Könnten wir hier auch noch Bausektoren reinbauen, ehrlich gesagt. Ja. Erst bauen wir mal die Eisenbahn. Dann bauen wir nochmal 3 Bausektoren. Und dann kümmern wir uns um Eisen und Kohle. Und gucken mal, wie es so ausgeht. So, die Gehöftbauern sind da. Jetzt wäre natürlich die Frage das Sklavereiverbot, ne? Gibt es denn einen Agitator gegen Sklavereiverbot? Ne, nur einen für koloniale Ausbildung. Das ist sehr schade. Ausbeutung, nicht Ausbildung. wir probieren unser Glück. Wir gucken mal, was passiert. Wir haben natürlich... Ja, die Grundbesitzer wird es halt hardcore radikalisieren. Ist mir aber egal. Wir probieren es. Wir müssen es probieren. Das tut jetzt natürlich einmal richtig weh. Weil wir dadurch auch die... Minus 20% Steuern kriegen von all unseren Plantagen und Viehweiden und weiß der Geier. Aber müssen wir durch. Da müssen wir jetzt mal durch und müssen uns mal gucken, was passiert. Das ist generell, haben wir eine Blockade von 28,8. Es ist okay. Es kann schlimmer sein. Also die Grundbesitzer habe ich schon schlimmer erlebt. Die werden sich jetzt auch relativ zeitnah... Na, sie sind nur in Anführungszeichen bei minus 11. Wenn wir die ein bisschen hoch bekämen... Lass mich mal gucken. Wir bekommen aktuell minus 1 Interessenzustimmung, aber nur von der Opposition. Das heißt, das bringt nichts, wenn ich... wenn ich die Kleinbürger rausschmeiße wieder. Ich mach's mal so. Das ist sowieso erstmal nicht verkehrt. Dann geht das mit dem Gesetz schneller. Wie kriege ich denn die jetzt noch ein bisschen happier? Das ist nicht so einfach. Gar nicht wahrscheinlich erstmal. Die ziehen hauptsächlich Aristokraten, Landwirte und Kleriker an. Ich werde jetzt generalstechnisch... Müssen wir mal gucken. Eigentlich müsste ich die Grundbesitzer rausschmeißen. Aber das macht die noch wütender. Als sie sowieso schon sind. Ich gucke erstmal, ob es überhaupt einen besseren General gibt. Es gäbe einen von der Kirche. Das ist natürlich, da könnte ich ein paar Kleriker darüber ziehen, wenn ich den von der Kirche nehme, statt einem Grundbesitzer.
Das ist ein Defensivstratege. Das ist ein, die sind halt beide gut, leider. der ist 53, der ist 7. Ich schmeiß mal einen raus. Minus 1, damit können wir noch leben. Und dann stelle ich den von der Kirche an. Und werde den von der Kirche jetzt auch mal ein bisschen... Ich meine, die Kirche will ich jetzt auch nicht unbedingt stärken, aber das ist jetzt erstmal die einfachste Variante, wenn ich den Typen mal komplett hochballer. So. Dann bekommt die Kirche nämlich deutlich mehr Anziehung und dann gehen vielleicht ein paar Kleriker von den Grundbesitzern rüber zur Kirche. Was die Grundbesitzer dann zumindest ein bisschen schwer... Ja, es geht schon zurück. Das gesehen? Von 28, 27, 4. Das geht schon deutlich runter, ne? Siehst du? Ein General rausgeschmissen, einen General einer konkurrierenden Interessensgruppe eingestellt und schon haben wir ihnen 2% weggenommen. Das ist nicht viel, aber immerhin. Wenn wir das nochmal machen könnten, also... Mit Landwirten. Die sind halt hauptsächlich hier. Naja, obwohl, gar nicht. Wo sind denn die Landwirte drin aktuell noch? Was? Die Landwirte? Bei den Landbewohnern. Wieso wird mir das nicht angezeigt? Sind das Bauern? Sind Landwirte Bauern? Hä? Wenn ich über die Landwirte hover, dann steht mir hier, die meisten sind bei den Landbewohnern mit 51,5%. Warum werden wir nicht angezeigt? Ich sehe nur Bauern und Kleriker. Das ist auch verwirrend, ne? Ach, weil es die Industriellen sind. Ich bin so ein Depp. Ach nee, die haben jetzt nur die Position getauscht. Deswegen hat sich's geändert. Wird nicht angezeigt. So, Russland möchte einen Verteidigungspakt. Den nehmen wir an. Den nehmen wir natürlich an. Wir werden jetzt aber trotzdem... Ah, wir können nicht verbessern, weil wir kein Interesse da haben, ne? Wir haben überhaupt kein Interesse in China. Wir können aber, wir haben zwei Interessen frei. Das heißt, ich setze erst nochmal eins nach Arabien. Und dann ist die Frage... Und da muss ich sowieso einen reinsetzen, sonst komme ich... Na, das reicht nicht, ne? Das ist schlecht. Das bräuchte ich dann fürs Reich der Sikh. Dann setze ich erstmal eins nach Nordchina. Um mit den Chinesen ein bisschen die Beziehungen zu verbessern. Erstmal. So. Jetzt ist die Frage... Moment, wo war ich jetzt? Ach so, wie können wir denn die... Noch haben wir ja keine Revolution. Vielleicht kriegen wir auch gar keine. Das könnte ja sein. Die Grundbesitzer sind jetzt auf jeden Fall deutlich runtergegangen. Ich würde halt immer noch gern gucken, kriege ich einen Landbewohner? Also die Landbewohner werden jetzt sowieso stärker, weil wir ja die Gehöftbauern beschlossen haben. Das heißt, es gehen jetzt auch viele der Landwirte von den Grundbesitzern rüber zu den Landbewohnern. So, jetzt ist die kritische Protestbewegung da. Ja, 153 schaffen wir nie im Leben. Können wir uns den Krampf sparen? Das kriegen wir nicht runter. Aber es ist nicht viel, was sich abspaltet. Obwohl, wie viel Kasernen gibt es da? 5? 10? 15, 20, 25, 30. Also in jedem Gebiet, was ich... Nee, doch in jedem Gebiet, was sich abspaltet, gibt es 5 Kasernen. Das sind dann 5 mal 5, müssen 25 sein, oder? 5, 10, 15, 20, 25. Das heißt, 25 Bataillone spalten sich ab. Wir haben 60. Das müsste gehen. Das müsste gehen, das schaffen wir. Das schaffen wir. Das heißt, wir stehen dann quasi 35 gegen 25. Das müsste gehen. Ja. Das sollte passen, das schaffen wir. Das heißt, das lassen wir auslösen. Vielleicht hilft uns auch der Russe. Wir haben ja einen Verteidigungspakt. Vielleicht hilft uns auch einfach der Russe. Das würde natürlich, würde die Sache auch etwas einfacher machen. Ja, gucken wir einfach mal. So, hier hinten haben wir Regierungsverwaltungen hingestellt. Das ist mega gut. Die Bürokratie kriegen wir damit auch wieder in den Griff. Und jetzt müssen wir halt einmal die Grundbesitzer loswerden. Das, hilft nicht viel, ne? So, Hauptsache jetzt nicht die Blockade treffen. Nicht so viele Rückschläge sammeln, bitte. Bis die Grundbesitzer weg sind.
Eigentlich wäre es gut, das Gesetz zu pausieren. Wir müssen, glaube ich, gleich mal nach unserer Regierung gucken, weil die ist, glaube ich, auch komplett im Eimer jetzt, weil die Grundbesitzer müssten raus sein aus der Regierung. So, 1. September. Bitte keine Blockade. Bitte keine Blockade. Eine Debatte, das ist schön. Da können wir uns... Ja, 10% Erlassungszeit holen, toll. Grundbesitzer schwächen. So, jetzt sind sie auf 142, von 150 auf 142 runter. Aber ja, das ist alles, wir könnten natürlich auch noch versuchen, sie unterdrücken und sie möglichst weit runter zu kriegen. Ich muss jetzt erstmal die Regierung nochmal umbilden. Nee, wir können nichts umbilden. Wir müssen erst die Grundbesitzer weghauen. Vielleicht ist es doch noch eine Möglichkeit, sie weiter runter... Naja, das Gebiet gehört auch wieder uns. Dadurch, dass es auf 142 runter ist, spalten sich jetzt nur noch die 4 ab. Das heißt, es sind sogar nur noch 20 Bataillone. Vielleicht drücken wir sie doch noch ein bisschen. Komm, gibt es noch einen Landbewohner-General? Es gibt nur noch einen von den Streitkräften. Das bringt es nicht so, ne? Die teilen sich kaum Pops. Das bringt es nicht. Dann können wir hier nichts machen. Dann werde ich mir jetzt noch ein bisschen Infrastruktur holen. Infrastruktur. Autorität natürlich. Zumindest kurzzeitig. Vielleicht kriegen wir dann noch mehr Gebiete weggespaltet und unterdrück sie noch ein bisschen. Hauptsache, es geht weiter runter. Vielleicht kriegen wir dann noch ein Gebiet mehr rausgeschnitten aus den Grundbesitzern. Es ist ja noch ein bisschen, bis die Revolution ausbricht. So. Ansonsten müssen wir nachher nur dran denken, dass wir die soziale Durchlässigkeitskampagnen wieder reinmachen. Ansonsten unsere Bildung, die ist gut am Steigen. Da ist ein kleiner Knick drin, da haben wir irgendwas eingenommen, was Größeres. So, kreisende Aasgeier. Ich will die Grundbesitzer eigentlich nicht stärken, aber es bleibt mir nichts anderes übrig. Weil ich nicht schon wieder minus Bürokratie mitnehmen will. Ich bin gerade mal wieder im Plus. So, aber es sinkt weiter. 138 von 1 mal 150. Das ist schon ordentlich. So, hier werden jetzt keine Leute mehr angestellt, weil uns die Qualifikation fehlt. Das ist halt eine Katastrophe, ne? Muss ich hier mal umschichten. Haben wir da auch eine Universität reingebaut? Nein. Sollten wir dann tun. So. So, jetzt lernt sich auch mal unsere Goldreserven. Das ist schön. Jetzt haben wir eine inakzeptable Regierung. Achso, nee, die hatten wir eh schon, ja. So, der Marktzugriff in Khorasan ist jetzt weg. Oh, weil ich den Straßenerhalt rausgenommen habe. Das ist natürlich ganz ungünstig. Oh, oh. Oh, oh, das ist nicht... Das können wir so nicht machen. Ach, herrje. Sistan kommt schon die erste Universität. Oh Gott, wo habe ich denn jetzt noch? Hallo, Kamera? Wirst du wohl hier bleiben? Den Straßenerhalt brauchen wir. Den Straßenerhalt brauchen wir nicht mehr unbedingt. Den nehme ich raus. So, mehr Bildung. Das ist gut. Und setze ihn hier wieder rein. Dass die... Ja, jetzt passt die Infrastruktur wieder. Den hätte ich nicht rausnehmen dürfen. Hier oben passt die... Moment mal. Ja, ja, locker passt die. Hab mich irgendwie verguckt. So, und jetzt kommen die Universitäten verstreut übers ganze Land. Das ist eigentlich ganz gut. Empirismus ist gut, weil wir jetzt eigentlich mehr... Warte mal. Weil wir jetzt in die Bildung investieren könnten. Wir haben nur nicht die Bürokratie dafür, ne? Wir bräuchten für die nächste Bildungsstufe 100 Bürokratie. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass erstmal hier hinten die Regierungsverwaltung voll wird. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber die sind auch fast vollständig inkorporiert, ein halbes Jahr noch. Das heißt, die profitieren zumindest auch schon von unserer Schule. Dann haben wir jetzt eine soziale Durchlässigkeitskampagne draufgesetzt. Und, sie kriegen eine Universität. Genau. Das heißt, das wird dann schon helfen. So. Ja, jetzt ist es wieder deutlich gestiegen. Oh, oh. Das sind aber immer noch die gleichen... Jetzt sind es nur noch 4 Gebiete, ne? Es sind 1, 2, 3,
Vier, ja, jetzt sind es nur noch 4 Gebiete. Das heißt, es sind nur noch 20 Bataillone. Ja. Das ist gut. Das heißt, wir stehen damit 40 gegen 20. Das müssten wir eigentlich schaffen. Ich denke, da müssten wir die jetzt eigentlich in den Griff kriegen, ja. Wir können jetzt mit China mal beginnen, die Beziehungen zu verbessern. Die sind nämlich richtig schlecht. Bei Belutschistan können wir jetzt, glaube ich, aufhören. So, die Berufenheit ist auch wieder auf 0. 0,3. Aber die ist gleich weg. Waffenstillstände müssten dann eigentlich auch allmählich verschwinden. Der mit Afghanistan, ja gut, der dauert noch. Aber der mit Belutschistan ist in 3 Wochen weg. Dann können wir nämlich diesen Fitzel da noch holen. Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir die Grundbesitzer schnell besiegen und das Sklavereiverbot durchdrücken. Das wäre ganz gut. So, sie sind auf 89, es reicht leider nicht ganz. Ja, nicht gut. So, jetzt müssen wir noch eine Runde abwarten. Wann kommt das nächste? Am 12. April. Oh, das sind ja noch 1,5 Monate. Das dauert noch ein bisschen. Und dann knallt's einmal. Immer gucken, dass wir hier nicht verpassen, dass sich da noch mehr abspaltet. Sieht aber aktuell nicht so aus. Es müssten genau 20 Bataillone sein. Und ich gehe stark davon aus, dadurch, dass wir einen Verteidigungspakt haben mit Russland, dass der Russe uns helfen wird. Also das hoffe ich zumindest. Dann bräuchten wir uns gar nicht so viele Sorgen machen. Mein Verteidigungspakt heißt doch, ich kann ihn einfach reinholen und auf unser Bündnis bestehen, oder? Das müsste doch eigentlich gehen. So, hier ist die erste Universität gebaut. Da werden jetzt auch Leute angestellt, das ist gut. Hier werden 2 gebaut. Ist da nicht schon eine gebaut worden? Nee, Moment. Wo habe ich jetzt überall... Da sind noch mehr gebaut worden. Ja, in Xiva haben wir schon eine und in Sistan steht schon eine. Wo ist denn Sistan, um Gottes Willen? Ach, da unten ist die reingebaut worden. Ja, hier werden auch Leute angestellt. Wir brauchen dann wieder mehr Papier. Das wird uns auch nicht erspart. Bauen wir mal eine. Das hilft auch unserer Schwefelmine in Fares. Wobei mir die gleich wegbricht, weil das gleich revolutionär wird. So, 12. April, jetzt kommt der spannende Moment, die Gebiete sind immer noch die gleichen 4. So, Achtung, Revolution, ja. Er hat 20 Bataillone, genau. So habe ich mir das vorgestellt, ja. Das müssten wir eigentlich ganz gut hinkriegen. Warte jetzt erstmal, bis die zweite Diplomatiephase kommt. Das ist natürlich von unserer Bauschlange her jetzt ziemlich schlecht, weil die ganzen Universitäten, die ich da noch geplant habe, die sind jetzt erstmal alle weg. Aber gut, dann bauen wir halt erstmal Eisenbahnen und Bausektoren, das können wir ja gut machen. So, die Protestbewegung ist aufgelöst. Jetzt treffen wir auch direkt das Vorankommen, das heißt die Revolution kam rechtzeitig. Wer ist Aliaga Zardabi von den Landbewohnern? Dann nehme ich lieber das. Interessensgruppenzustimmung ist mir lieber, als deren Mann beliebt machen. Da kommen schon unsere 21 Verbündeten aus Afghanistan. Oder wo kommen die her? Nee, aus Kalat. Der Afghane schickt nichts, weil der ist noch kein... Hä? Die 21 aus Kalat machen das schon fast alleine. Das ist ja verrückt. Jetzt teste ich aber trotzdem mal. Ich könnte sogar die British East India reinholen. Ja, den Russen kann ich einfach mit Verbündeten einfordern, beeinflussen. Mit einem Diplomatiepakt, mit einem Handelsvertrag. Wir haben doch eh Freihandel. Da ist es doch eh wurscht. Komm, ich biete ihm einen Handelsvertrag an. Wenn jetzt der Russe hier rüberkommt, dann muss ich nicht mal mobilisieren. Dann spare ich mir das Geld einfach, ne? Dann lasse ich den Krieg andere für mich machen. Da, guck doch, er kommt da. Hier 13, 23, 9, das reicht völlig. Da macht der Russe und unsere kalatischen Vasallen machen das für uns. Oh, und hier unten ist unser Erbe geboren. Mahamud Kaschar, Erbe des Throns von Persien, wurde geboren. Gucken wir mal an, was wir da gekriegt haben. Ein Theokrat von der Kirche. Na gut. Ist jetzt nicht so berauschend. Ja, um die Kirche müssen wir uns dann zeitnah auch noch kümmern.
Aber, ja. Oh, ein französischer Bauernaufstand in Okzi... Eieieiei. Holy shit. Was ist das denn? Der Bauernaufstand. Der Bauernaufstand hat gute 131 Bataillone. Rest Frankreich hat noch 55. Ich fürchte, das wird nichts. Ohne Hilfe wird das, glaube ich, nichts da drüben. Eieiei. So, wir stehen jetzt auf plus 67. Der Russe hat Truppen gebracht. Das ist doch wunderbar. Dann mobilisiere ich gar nicht erst. Und ich hoffe, er reißt mir hier jetzt nicht alles ab, ne? Das ist halt die große Frage immer, was er macht, ne? Da sind zwei Bausektoren drin in Isfahan. Ich hoffe, er reißt mir das Zeug nicht ab. Das ist immer so das Ding bei der KI. Da weißt du nie so genau. So, wir machen jetzt wieder ein bisschen Plus, weil wir wieder fast 1 Million im Investitionsfonds haben. Die Universitäten sind durch. Das heißt, hier haben wir sogar 2 reingebaut. Ja, da werden jetzt auch Leute angestellt. Das ist gut, das ist gut. Das wird uns jetzt auch ein bisschen Innovation bringen. Wir machen den Wasserrohrkessel. Damit kommen wir an mehr Eisen und Kohle. Das war das Ziel. Und jetzt müssen wir mal gucken. Geht die Dialektik schnell? Es geht noch 6 Jahre. Das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Intensiver Ackerbau, das ist nicht schlecht. Wir müssen hier drüben, glaube ich mal, oder können wir bei der Produktion noch was machen? Wir können jetzt mehr Getreide organisieren. Das heißt, wir könnten jetzt allmählich auch mal anfangen, dann was für die für den Lebensstandard zu tun. Das bedeutet allerdings auch... Nee, wir machen erstmal die Währungsstandards schnell rein. Wir müssen hier drüben mal die Tier-1-Tags in der Gesellschaft weghaben. Ich will Richtung Dialektik. Romantik verbreitet sich. Wir machen mal die Währungsstandards. Dann fehlt noch die Massenkommunikation und das Bankwesen. Das müssen wir jetzt mal durchziehen, damit das vorangeht. So, der Russe macht das hier für uns. Ja, das sieht sehr gut aus. Wir verdienen wieder Geld, weil aus dem Investitionsfonds bezahlt wird. Ja, und selbst wenn der Investitionsfonds leer ist, kommen wir ungefähr genau auf plus minus null raus. Das ist ziemlich gut. Das heißt, damit können wir erstmal leben. Uns fehlen zwar Bausektoren und sind ja jetzt einige weggebrochen. Vor allem die in Isfahan. Er reißt sie aktuell zumindest noch nicht ab. Das ist ja ganz gut. Hier drüben kommt, führt ein nächster Angriff geführt. So, jetzt haben wir auch die Universität aufbauen abgeschlossen. Das heißt, mehr Universitätsdurchsatz und mehr politische Stärke für die Akademiker. Das ist sowieso gut. Das hilft unseren Intellektuellen. Genau, und wir kämpfen jetzt hier für Sklavereiverbot. Es ist immer noch nicht ganz so berauschend. Also wir haben immer noch 45% Debatte, die halt dann wiederum zu einem bestimmten Prozentanteil schlecht ausgehen kann für uns. Aber ihr erkämpft uns das hier. Der Russe hat 120 Truppen geschickt. Was hat denn der so? Ah, der hat... Oh, der Russe ist schon auf Blenkler-Infanterie hochgegangen. Uiuiuiuiui, okay, okay. Gut, dass wir mit ihm verbündet sind mittlerweile. Mit dem Chinesen versuchen wir uns ja gerade besser zu stellen. Zumindest ein bisschen. So, und dann müssen wir das hier einfach mal niederknüppeln. Derweil kommen die ersten beiden Eisenbahnen. Dann fahren die ersten Züge in Persien. Da sind wir definitiv am schnellsten. Ich glaube nicht, dass in Russland schon Züge fahren. So. Ja, das wird eine ganze Weile dauern hier, ne? Na gut, er hat kaum mehr Truppen. Also es müsste immer schneller gehen. Weil das sind schon noch sehr zähe Kämpfe, muss ich sagen. Dafür, dass der Russe zahlenmäßig und technologisch komplett im Vorteil ist, sind das sehr zähe Kämpfe. So, wir haben noch Sachen zu bauen. Ja. Universität, Papierfabrik, das ist gut. In Usbekistan, die Regierungsverwaltung. Ja, sie wächst allmählich. Also wir kriegen Leute rein. Wir müssen hier halt Bildung reinkriegen, ganz dringend. Also hier ist auch eine Papierfabrik. Ich glaube, ich baue hier 2 Universitäten rein. Weil da hat es auch sehr viele Bauern, muss man sagen. Da hat es noch fast 500.000 Bauern. Also 400.000. Da brauchen wir Bildung, definitiv. So, wo haben die ihre Hauptstadt? Die Aufständischen in Isfahan.
Ah, das direkt hier. Dann werde ich hier mal ein strategisches Ziel reinsetzen. Kümmert euch mal darum als erstes, bitte. Wenn das voll besetzt ist, dann ticken sie sowieso schon deutlich schneller. Harte Kämpfe. Harte, langwierige Kämpfe. Aber von 7000 Truppen stellt er schon bloß noch 3100 auf. Das heißt, das kostet uns natürlich Pops ohne Ende, weil das, was hier stirbt, sind ja unsere Pops, ja. Wenn auch die, die uns hassen, ja, weil es hauptsächlich Aristokraten sind, aber hilft ja nichts. Wir brauchen die Leute trotzdem eigentlich. Und wir müssen gucken, dass das Sklavereiverbot halt zügig vorangeht, weil bedenket, selbst wenn die Grundbesitzer jetzt niederschlagen und sie auf 0,0 unten sind, die bekommen durch die Sklaverei immer noch plus 50%. Die sind ruckzuck wieder da, ne? Das ist immer so das Ding. Das ist immer so das Ding. Da muss man tierisch aufpassen. So, jetzt aber hier in Isfahan. Ja, jetzt geht das schneller allmählich. Die meisten Aristokraten sind wohl tot. Wann kommt der nächste Gesetzesdingsbums hier? Am 22. Dezember. Also gleich. Die erste Eisenbahn ist auch gleich fertig. Dann können wir die Autorität wieder freimachen. Achtung, eine Debatte. Oh, der Schah persönlich greift ein. Oh. Ah, das hatten wir schon mal, ne? Das hatten wir schon mal. Also der Schah greift ein und damit können wir direkt um eine Phase voranschreiten. Das ist natürlich super. Wobei ich das schon mal gemacht habe und hinten raus wurde es dann eng, weil wir wenig Erfolg hatten und ich dann irgendwie der Meinung war, 10% ist irgendwie besser. Aber ich glaube, wir müssen das schnell durchkriegen. Ich riskiere es und wir gehen direkt in die Debatte. Auch wenn die Intellektuellen das nicht geil finden, aber die haben sowieso plus 20 gekriegt durch das Sklavereiverbot. Die stehen jetzt immer noch bei plus 13. Die können damit leben. Die können damit leben. So, Isfahan ist zu 90% besetzt. Nach diesem Angriff zu 100. Das bedeutet, das haben wir. Wie sieht's hier hinten aus? Hat der Franzose Hilfe gekriegt? Ja. Von Österreich und von Spanien hat er Hilfe gekriegt. Das heißt, warte, lass mich nochmal gucken. Er wird seinen Kampf hier wahrscheinlich gewinnen, oder? Hier unten pusht der Österreicher. Ja, ja, ja. Das, hier wird auch schon besetzt. Ja, ja, das gewinnt der Franzose. Er hat genug Unterstützung an Land gezogen, so wie ich auch. So, das strategische Ziel kann ich rausnehmen. Sie stehen schon bei minus 28. Das war's eigentlich schon. Dadurch, dass wir ihre Hauptstadt haben. Eigentlich könntet ihr jetzt aufhören, hier anzugreifen und noch mehr unserer Leute zu töten. Das ist jetzt der Nachteil, dass es der Russe macht. Würde ich kämpfen, hätte ich jetzt einfach alles auf Defensive gestellt und hätte es durchticken lassen. Und jetzt kommt eine Protestbewegung für Rassentrennung, die auch wichtig wäre. Sogar mit 35% Unterstützung. Oh Mann. Bitte schnell, Sklavereiverbot, bitte schnell. Wir haben so viele tolle Protestbewegungen schon verpasst. Weil halt einfach die Gesetzgebung zu lange dauert. Es dauert einfach zu lange. So, Mazandaran ist die Eisenbahn fertig. Ja, da werden auch Leute angestellt. Alles ist teuer. Sehr gut, ich mache jetzt trotzdem den Straßenerhalt raus. Reicht schon mit dem, was die Eisenbahn hier besetzt hat. So, jetzt hat sie Motorenprobleme. Das müsste aber bedeuten, dass das Motorenwerk jetzt hier allmählich mal anfängt, Leute anzustellen. Das wäre ganz gut. Glaube ich. Ja, Motoren sind teuer. Das heißt doch, dass hier jetzt bitte... Auf geht's, Leute. Fangt mal an, Motoren zu produzieren. So, der Aristokratenaufstand ist niedergeknüppelt. Wow. Wow, was? Die Grundbesitzer waren einst randständig und ist jetzt einflussreich. Wir haben die... Die sind schon wieder da? Das kann doch nicht sein. Die sind doch bei 0,0%. Das ist doch eine Fehl. Warum sind die nicht randständig? Warum kriege ich ihre Mali? Die müssten randständig sein. Die dürfte ich gar nicht kriegen, diese Mali. Die haben 0,0%. Das ist doch auch schon wieder nicht richtig.
Was soll das? Was soll das? Warum sind die nicht randständig? Oh Mann. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Jetzt fehlt es uns an Schiffen. Jetzt müssen wir erstmal unsere Gebiete hier wieder einsammeln. Okay, in Kerman kommen die Bausektoren. So, was ist hier passiert? Ja, die haben ja halt tatsächlich die Schiffswerft abgerissen, die Idioten, ne? Die haben ja einfach gnadenlos die Schiffswerft abgerissen. Das kannst du keinem erzählen, ne? Immerhin sind die Bausektoren noch da. Okay, die Bausektoren haben sie mir gelassen. Die haben sie wahrscheinlich umgestellt. Ah, ne, die stehen noch auf Eisen. Okay. Warte mal, ich mach's wieder hier rüber. Und hoffe, dass es funktioniert. Und was passt der jetzt hier an? Ich mach's einfach mal überall. Ah, jetzt hat er mir das Holz weggestellt. Okay. Man muss da also tierisch aufpassen, was man macht. So. Gott, es fehlt gerade an allem. Okay, das Motorenwerk fängt jetzt an, Leute anzustellen. Das wird jetzt auch Zeit. Ich hoffe, das Stahlwerk ist jetzt das nächste, was anfangen muss, Leute anzustellen. Das ist alles nicht so einfach gerade. Gerade geht so ein bisschen alles durcheinander. Aber gut. Wir kriegen gleich den Wasserrohrkessel. Dann haben wir wieder mehr Eisen und Kohle. Wir müssen jetzt gucken, dass wir das zum Laufen kriegen. Den Hafen kann ich jetzt schlecht umstellen. Ich glaube, wir müssen mal ein paar Clipper einhandeln. Aus Britannien. Um das zumindest vorübergehend mal abzufedern, bis die Schiffswerft wieder da ist. Hartholz fehlt uns immer noch. War das hier auch auf Hartholz gestellt? Ich stell's mal auf Hartholz. Aber warum brauchen wir so viel? Plötzlich. Das war doch vorher nicht so. Wir produzieren überhaupt kein Hartholz. Warum denn nicht? Ich habe doch hier gerade... Hier werden doch 61 Hartholz produziert. Achso, es steht auf Pause. Jetzt geht's weg. Was sollte natürlich die Pause wegmachen? So, jetzt ist Stahl teuer. Da sollte aber jetzt auch jemand anfangen zu arbeiten, wenn es irgendwie geht. Wir brauchen definitiv mehr Kohle. Brauche ich mal noch eine Mine reicht. Weil wir kriegen ja auch gleich den Wasserrohrkessel. So, ja, wir kämpfen uns da jetzt ein bisschen durch, bis der Markt ins Rollen kommt. Bis da mal alles ein bisschen besetzt ist. Das dauert. So, und jetzt müssen wir noch mal gucken, wo wir Universitäten... Da sind uns Universitäten abhanden gekommen. Persisch-Beluzistan könnten wir mal noch eine Universität reinbauen. In Kerman fehlt es auch. Dann baue ich mal noch eine zweite. In Xiva fehlt es noch, aber da ist schon eine. Da müssen wir dann mal gucken. In Sistan. Ja, wir machen es da, wo die meisten Leute sind. In Usbekistan kommen zwei. Und dann sollte ich in Turkmenistan, obwohl das sind auch schon zwei. Ja, lasse ich dann erstmal so, denke ich. Passt erstmal. Ich denke, das passt erstmal. Ich glaube, nach Tebris baue ich noch eine. Fertig. Einfach aus Prinzip, weil es die Hauptstadt ist. Nee, nicht weil es die Hauptstadt ist, sondern weil es die größte Stadt ist. Mit den meisten Einwohnern. Wobei mittlerweile glaube ich gar nicht mehr, oder? 2 Millionen Bevölkerung haben sie. Usbekistan hat mehr. 2,11. Ich glaube, Turkmenistan ist jetzt unser größtes Gebiet. Aber gut. Was machen die Waffenstillstände? So, wir haben jetzt nur noch einen mit Afghanistan für 18 Monate. Wir könnten jetzt... Meine Armee ist wieder passend. Ja, ich werde hier unten noch einen General reinpacken. Oh, nur Streitkräfte. Das ist doch super. Ein Direktor, bitte. Und diesen Hardcore-Typen von der Kirche, den ich reingeholt habe, um die Leute zu schwächen, den schicke ich jetzt in den Ruhestand. Um der Kirche wieder diese Dings zu nehmen und mach hier welche von den Streitkräften rein. So. Und dann werde ich die Armeen wieder ein bisschen umsortieren, dass es wieder 2 30er sind. Ne, das heißt, ich mache nochmal 16 wieder rüber. So. Jetzt sieht das Ganze wieder besser aus. Die Mobilisierungssachen, die haben wir noch alle. Genau.
Sehr gut. Armeereservisten, die brauchen wir erstmal nicht. So, jetzt ist die Frage, dieses kleine Stück Belutschistan. Da macht, glaube ich, überhaupt niemand mit. Ja, da macht überhaupt niemand mit. Da gehen wir einfach rein. So, das nehmen wir uns mal schnell. Das kostet ja nichts. So, das kann auch Kalat für uns machen. Da müssen wir uns nicht drum kümmern. Dann haben wir ein Vorankommen. Das ist sehr gut. Ich nehme 10% und stärke dabei noch die Intellektuellen. Jetzt kommt ein Agitator für Protektionismus. Von wem ist denn der? Von den Industriellen. Ja, lassen wir mal drin. Stört mich jetzt nicht zwingend. Oh, was kommt hier? Afghanistan bietet uns Unterstützung an. Nö, brauchen wir nicht. Sehr nett, Afghanistan, aber das ist nicht notwendig. Das macht Kalat für uns. Und dann müssen wir nur zeitnah Afghanistan die Autonomie verringern. Einfach dann, dass die dann, dann müssen die in die Kriege rein. Dann ist die Sache schon deutlich einfacher. Und ich glaube, bei Sindh könnten wir... Achso, jetzt bin ich schon im Krieg. Bei Sindh müssen wir definitiv die Autonomie verringern. Das habe ich komplett vergessen. Es gibt ja noch ganz Sindh, lustigerweise, mit 23 Bataillonen. An die habe ich gar nicht mehr gedacht. Dass wir schon indische Teile haben. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal die Autonomie verringern. Genau. So, Universität in Usbekistan. Da eine Papierfabrik und noch eine Universität. Dann kommt ein Hafen in Arabistan, den brauchen wir nicht. Und dann kommt die Schiffswerft. So, wir bauen mittlerweile mit 75, das ist ziemlich gut und ziemlich teuer, weil wir jetzt einen Haufen Universitäten drin haben. Aber das passt schon. Jetzt kommt zumindest meine Schiffswerft wieder, die sie mir frecherweise einfach abgerissen haben. Können wir unsere Schiffe wieder selber produzieren. Und dann würde ich sagen, ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir anfangen, Lebensmittelfabriken, Möbelfabriken und Kleiderfabriken in unsere Gebiete zu bauen, um den Lebensstandard jetzt ordentlich hochzukriegen. Vor allem, wenn die Sklaverei abgeschafft ist, was noch eine Weile dauern wird, so wie es aussieht. Wir müssen sowieso mal gucken, ob wir hier nicht eine bessere Regierung irgendwie hinkriegen. Nee, kriegen wir nicht. Leider ein bisschen schade. Die Grundbesitzer sind schon wieder... bei 1,5%, das geht. Wir unterdrücken sie auch noch. Warum die nicht randständig sind, verstehe ich nicht. Wahrscheinlich, weil der Schah Grundbesitzer ist. Deswegen können die nicht randständig sein, nehme ich mal stark an. Das ist der einzige Grund, der mir einfällt. Naja, wir unterdrücken sie mit 40%, so lange, bis das Sklavereiverbot durch ist. Und danach stelle ich das ab. Da gibt es jetzt wieder ein Duell. Und zwar zwischen einem Landbewohner... der ist Traditionalist und dem Royalisten von der Kirche. Die können auch kämpfen. Welcher ist gestorben? Der Royalist von der Kirche ist gestorben. Wen haben wir stattdessen bekommen? Ein Traditionalist. Na toll. Danke für nichts. Danke für nichts. Was ist hier? Da hat Bahrain einen Aufstand. In Arabien nehme ich an. Ja, das interessiert uns nicht. Frankreich hat gewonnen. Frankreich hat gewonnen. Preußen tut sich nach wie vor schwer. Ja. So. Das müsstet ihr doch für mich machen, oder? Ja, ihr steht auch auf Offensive. Das sollte relativ zügig gehen. Dann können wir Belutschistan quasi vereinigen. Mit diesem letzten Fitzelgebiet, was mal ein omanischer Vertragshafen war. Sehr gut. Ansonsten, hier oben ist die erste Universität schon fertig. Da werden auch Leute angestellt. Das hilft uns auch nochmal bei der Qualifikation. Die Regierungsverwaltung ist mittlerweile bei 20.400 Leuten. Papier ist wieder ein bisschen besser im Griff. Die Papierfabrik wird auch noch... Okay, da werden ja auch noch Leute angestellt. Das hilft jetzt auch unserer Schwefelmine hier unten nochmal. Die mittlerweile auch voll besetzt ist. Die aber ein Werkzeugproblem hat. Weil Werkzeuge generell teuer sind? Ja, wie Sau. Aber wir könnten jetzt Eisenwerkzeuge machen. Stahlwerkzeuge machen eigentlich. Wir haben im Stahlwerk noch Luft ohne Ende. Spricht da irgendwas dagegen? Hier mal auf Stahlwerkzeuge umzustellen? Ich arbeite ja noch nicht mal überall mit Eisenwerkzeugen, kann das sein?
finde ich ja überhaupt noch nirgends. Machen wir mal. Damit müssten wir Werkzeuge erheblich in den Griff gekriegt haben, denke ich. Minus 9, perfekt. Das müsste dann auch der Schwefelmine deutlich besser schmecken. Deutlich besser, ja. So, und wenn Schwefel jetzt allmählich teuer wird, noch ist er bei 0, exakt 0 auf dem Markt, habe ich hier ja immer noch Umstellungsmöglichkeiten. Nämlich gleich sogar die Kondensationspumpe. Jawollo. Sehr gut. Was ist teuer? Eisen ist teuer wie Sau, Kohle ist teuer wie Sau. Da können wir jetzt was tun. Gesetz erreicht Annahme, perfekt. So, wo sind meine Kohleminen? Ab auf die Kondensationspumpe. Damit haben wir Kohle bei plus 19. Es ist immer noch teuer, aber es geht. Und es fehlen uns 369 Eisen. Hier kriegen wir 239. Ja, Abfahrt. Rein da. Das macht es zumindest erstmal ein bisschen besser. Oh Gott, wir bauen zu viele Universitäten, Leute. Das Geld ist gleich alle. Zu viele Universitäten. So, Stahl ist teuer auf dem Markt, aber da müssen doch jetzt Leute angestellt werden. Ja, werden sie auch. Auf geht's. Auf geht's. Arbeitet. Ansonsten, Artillerie ist sauteuer auf dem Markt. Das gilt, betrifft aber nur unsere Verbündeten. Wir haben noch gar keine Kanonen. Das heißt, das ignoriere ich erstmal noch. Gekonnt. So, wie sieht's hier aus? Die wollen auch nicht annehmen, ne? So ein kleines Fitzelland, aber widerspenstig bis zum Umfallen, ne? Widerspenstig bis zum Umfallen. Plus 3, danke. So. Sehr gut. Damit ist Magran vereinigt hier unten. Sehr gut. Haben wir das beisammen. So, jetzt sieht das allmählich ganz gut aus. Jetzt ist die Frage, lieber Afghane, wie lange noch? Oh, Sind wollen wir noch machen. Und Afghanistan, okay, das sind. Afghanistan ist hier noch ein Waffenstillstand für 10 Monate. Sind können wir auf jeden Fall die Autonomie verringern. Oh, 86% nur? Nur, in Anführungszeichen. Ja, war klar. Es war so klar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du diese Prozentzahl da unten nie treffen kannst. Es ist so witzlos. 86%. Natürlich führen wir jetzt Krieg. Oh. Kannst du niemandem erzählen, ey. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Oh Gott, ey. Naja. Dann machen wir das heute noch. Wir sind schon wieder bei 53 Minuten. Jetzt fängt wieder ein Krieg an, den ich gar nicht wollte. Oh. Leute, Leute, Leute. Das gefällt mir nicht. Naja. So, hier oben sind die Universitäten fertig. Hier tun sie auch schwer, Leute anzustellen. Also Usbekistan ist leider sehr dumm. Muss ich sagen. Also da müssen wir noch eine Weile kämpfen, bis wir das aufgerüstet haben. Oh, Frankreich erklärt Neutralität. Frankreich hat hier mittlerweile Interessen. Das ist aber unangenehm. Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, ob irgendjemand auf sindische Seite tendiert, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass sie das einfach annehmen, ne? Aber machen sie natürlich nicht. Aber Preußen erklärt Neutralität, Großbritannien, Russland, Frankreich, mittlerweile haben alle Großmächte hier, hier Interessen. Das ist sehr unangenehm. Was ist das hier eigentlich für eine Armee, die ständig auf 31 hochgeht? Wie viel muss ich denn da noch wegnehmen? Ja, wir werden das... oh Gott, das geht ja schon gleich los. Ich habe ja gar nicht mitgekriegt, dass ich habe schneller laufen lassen. Upsi. So, naja. Vielleicht kriegen wir jetzt das Sklavereiverbot durch. Wir haben immerhin eine 37,6%ige Chance. Das wäre ja eigentlich wünschenswert. Das Geld ist mittlerweile richtig schlecht. Aber gut, wir haben die Universitäten gleich fertig, hoffe ich. So. Gehen wir gleich mal rein. Ja, sie haben schlechte Sicht gerollt. Das ist sehr. Sie haben trotz schlechter Sicht 30 Defensive.
Das ist richtig übel. Ja, wir haben ein Vorankommen getroffen. Naja, besser als nichts. Wir bauen immer noch 5000 Universitäten. Naja, das müsste dann schon fast gewesen sein. Dass wir das kämpfen müssen, das ist wirklich traurig. Ich denke, sie haben jetzt auch auf Defensive gestellt. Ja, das wird ihnen jetzt aber auch nicht mehr helfen, weil ihre Truppen sind schon weg. Die haben echt gute Defensivwerte, die Kollegen. Ziemlich wild. Mit was kämpfen die denn in Sindh? Naja, sie haben Kanonenartillerie, Dragoner und Linieninfanterie. Sie sind nicht so schlecht. Aber es fehlt ihnen halt an allem. Naja, 50%. Das müsste doch dann schon fast gewesen sein. Ja, jetzt haben sie sogar noch ein Graben geholt. 40 Defensive. So, wir machen wieder Plus, weil die Universitäten fertig sind, weil wir überhaupt nichts mehr bauen. Moment mal. Das mache ich jetzt noch schnell. Ich baue jetzt noch schnell Lebensmittelfabriken. Nee, ich fange doch. Das mache ich jetzt noch schnell. Und zwar in die größten Gebiete. Alles, was 100.000 hat, kriegt zumindest mal eine Lebensmittelfabrik. So. Dann ist da jetzt erstmal wieder die Bauschlange gefüllt. Dann könnte auch bauen. Wir machen trotzdem Plus, weil der Investitionsfonds... Oh Gott. Okay, wir werden gleich richtige Probleme kriegen. Naja. Komm schon. Beende diesen Krieg hier noch. Das wollen wir heute noch machen. Ich glaube, ich habe zu viele Bausektoren mittlerweile. So, das müsste es gewesen sein. Ja, die wollten sich tatsächlich ihre Unabhängigkeit erkämpfen, ne? Unglaublich. Naja, er zieht sich zurück. Damit war's das. Da haben wir das zumindest mal erledigt. Hier sind wieder 31 drin. Wo kommen die denn alle her? Sag mal. Ich bleib erstmal auf 60 Bataillonen. Wenn ich was aufbaue, dann Artillerie. Aber das können wir uns aktuell eh nicht leisten. Ja, wir haben jetzt gleich ein richtiges Problem. Ja, minus 30.000. Wir haben zu viele Bausektoren. Und die Bauwaren sind so teuer. Die Bauwaren sind zu teuer. Ich hätte, bevor ich Lebensmittelfabriken baue, lieber erst noch Eisenminen gebaut. Das sollte ich vielleicht erst noch schnell tun. Ja. Ja. Das ist viel wichtiger. Das ist viel wichtiger. Weil die nicht mal voll besetzt ist. Ich verstehe das nicht, ne? Also bauen wir erstmal hier noch 2 Kohleminen und dann nochmal 6 Eisenminen. Das muss ich zuerst machen. Achso, das geht so gar nicht. Ach Gott. Fummelig, ich hätte es andersrum machen müssen. Ja, egal. Jetzt ist es, wie es ist. Jetzt machen wir es halt händisch. Oh Gott, ich höre die Leute schon wieder sagen, was machst du denn da? Aber wir machen das jetzt einfach so. Was soll's. Wir müssen eh noch warten, bis der Krieg zu Ende ist. So, siehst du, Adrian? Damit sind die Eisenminen auch oben. So, Sindh gehört jetzt offiziell zu uns. Wunderbar. Und Afghanistan machen wir das nächste Mal. Die haben noch 8 Wochen Waffenstillstand. Ich hoffe, die nehmen es eher direkt an. Das wäre doch eine gute Sache. Dann bauen wir jetzt erstmal Kohle- und Eisenminen. Und werden in der Zwischenzeit, ich glaube, wir werden die Steuern ein bisschen, oh Gott, erhöhen müssen, damit wir uns das leisten können. Weil ich will jetzt nicht mein Schuldenlimit ausreizen hier. Naja. Da kümmern wir uns das nächste Mal drum. Ansonsten, glaube ich, haben wir es ganz gut gepackt heute. Wir haben die Universitäten überall gebaut. Wir haben jetzt auch 72 Innovationen und das ohne Dialektik. Wir haben einen Haufen Universitäten gebaut. Das heißt, wir forschen jetzt auch deutlich schneller. Das ist schon gut. Nach den Währungsstandards gehen wir direkt ins Bankwesen für mehr Geld. Weil ich will immer noch Richtung Dialektik. Das ist mir trotzdem noch wichtig. Und dann bauen wir die Universitäten und das Zeug für den Lebensstandard. Die Sklaverei werde ich, denke ich, nächste Folge abschaffen dann. Die Grundbesitzer sind bei 4,3%. Ja, sie kommen schon wieder, aber sie können erst ab 5 wieder eine Protestbewegung gründen. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt die 59% treffen in 72 Tagen. Und dann sieht es doch eigentlich ganz gut aus. Wir haben fast 10 Millionen BIP. Das kriegen wir jetzt allmählich auch in den Griff.
Hier drüben gibt es einen Aufstand in East Indy, das interessiert uns aber nicht. Da sind wir raus. Und dann kümmern wir uns in der nächsten Folge um Afghanistan und Kokand. Wir können vielleicht Kalat annektieren. Und müssen vor allem gucken, dass wir unsere Kohle in den Griff kriegen. Weil die ist im Moment richtig knapp. Es fehlt an Motoren, das ist auch nicht gut. Im Motorenwerk werden aber Leute angestellt. Qualifikation haben wir. Ja, auf geht's. Da müssen Leute rein. Sehr schön. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.